Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Hannes ist auch am Start, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist der Hannes. Grüßt euch. Das ist der Schachbretttisch. Da haben wir letztens noch den Community Raid gemacht mit Manns Haulwurf, wer den noch kennt. Und der Bo hat wieder mal eine kleine Challenge gemacht nach Sauerkraut, Saft und anderen komischen diversen Dingen, die er sich da mal einverleibt. Hat er jetzt 1 Liter Ayran auf Ex, schaffe ich das, gemacht, ne? Theoretisch hat er es nicht ganz auf Ex geschafft, weil er zwischendurch mal abgesetzt. Ist halb erstickt, hat dann weiter getrunken, aber trotzdem hat er eine Zeit eingeblendet. Wir werden auch wieder der Bo einblenden hier im Video. Und es war wirklich eine Qual, diesen Ayran zu finden. Ich kenne den Ayran. Den habe ich damals immer mit Mark, wenn wir Döner gegessen haben, haben wir diesen Ayran getrunken von dieser Marke. Der ist nämlich von Körfetz. Ne? Körfetz Ayran, original türkische Art. Ayran schmeckt hervorragend zu kräftigen Speisen, ist durstlöschend und äußerst erfrischend. Außerdem ist das türkisches Erfrischungsgetränk aus Joghurt und Wasser. Ne? Steht hier auf Deutsch. Da steht es auf, das ist was anderes. Das ist ja hier, das sind 1000 Milliliter. Hannes der Rassist, ne? Jetzt haben wir ihn wieder. Nein, das ist, türkisch ist die Sprache, das ist ja alles gut. Scheiße, jetzt kommt der Wuser. Na, auf jeden Fall. Füllt er das immer in den Messbecher? Ich weiß gar nicht warum. Er hat es einfach in den Messbecher gefüllt, hat es aus dem Messbecher getrunken. Wir wollen das jetzt aber direkt einfach so aus diesem Pappkarton schlürfen. Ich denke mal, auf Ex ist jetzt nicht das Problem. Bei mir ist das Problem immer die Zeit, weil ich dann immer 300 Jahre brauche. Servus. So, jetzt stelle ich das mir da hin. Eigentlich wollten wir es im Park machen mit dem Wuser, aber der Wuser war nicht da. Der hätte sonst die Kamera halten können. Und jetzt haben wir einen Tisch gefunden als Wuser-Ersatz. Ich würde sagen, Hannes, Prost, machen es mal auf. Wir gucken mal, ob wir das schaffen. 1 Liter Ayran auf Ex. Und vor allem dann in welcher Zeit und überhaupt. Und mit Zeit, ohne Zeit. Hannes hat ja Tipps gesagt, man muss erst ganz tief ausatmen, dass man ganz viel wieder einatmen kann und atmet einfach die Packung weg. Das ist auf jeden Fall dann sinnvoller. Ich schnief sie einfach weg, also davon abgesehen. Ich nehme immer große Schluck, dann kriege ich keine Luft mehr, dann muss ich aufhören zu trinken, muss erst mal atmen und da geht so viel Zeit verloren. Aber mal gucken, mal wie wir es jetzt machen. Wird. Einfach. Prost. Prost. Das haut sich komplett ein. Und die letzten 2 Meter ist. Sieht aus wie nach der Bukake Party. Ja. Aber. Ja. So. Wie ihr seht, dass da auch nichts mehr drin ist. Ich weiß nicht, ich glaube, der Bo hat es richtig gemacht, dass wenn er nämlich das einfach umfüllt in den Messbecher und am Messbecher rantrinkt, hat er so ein großes Loch. Da ist im großen Loch. Fließt das ja eigentlich schneller raus. Ich fand mit dem Atmen diesmal ging es eigentlich, aber irgendwie ist es halt, war das Loch halt so klein. Aber ein Hannes sein Loch, obwohl es auch so klein war, hat halt das T-Shirt mitgetrunken und deswegen. Ja, leider ein bisschen. War trotzdem auf Ex, also wir haben das gemacht. Bin mal gespannt, was der Bo sonst noch so macht. Der Kästo ist frei, dass er das auch mal macht, wenn er gerne Ayran trinkt. Wie findest du Ayran, David? Widerlich. David Wuser, warum? Das ist doch wie wenn du einen Döner isst mit Tzatziki drauf, ist auch widerlich. Der schmeckt wie Tzatziki, nur noch extrem salzig dazu, glaube ich. Ja, aber genau. das ist ja Joghurt, das ist Wasser und das ist Salz. Ja, deswegen ist es mir zu salzig. Salz. Da würde ich lieber 1 Kilo Tzatziki auf Ex essen. Wasser, jodiertes Speisesalz, Salz, Calcium, Jodat. Weil Ayran, ich weiß nicht, das hat irgendwas zu geil ist. Und wem es aufgefallen ist, der Bo hat ja auch irgendwie an so einem Schachbretttisch gesessen. Da war so ein Schachbrett bei ihm vor der Nase. Deswegen sind wir extra jetzt hier hochgewandert und haben das jetzt auch extra hier gemacht an diesem Tisch, dass das so ungefähr die gleiche Location ist. So, jetzt sind wir klipper klar.
Jetzt machen wir gleich noch ein Raid hier und dann sehen wir uns irgendwann später wieder. Das war's von meiner Seite aus. Das war der Hannes. Ne? Hat's geschmeckt, Hannes? Eklar. Eklig. Das ist mal Hannes Egler, noch ein Liter, genau. So. Noch ein Liter hinterher. Trinkt ihr gern Eiran, schreibt's mir in die Kommentare. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.